Seit 12 Jahren lädt Deutschlands erfolgreichster Skirennfahrer Felix Neureuther die besten Schülerinnen und Schüler in sein Trainingscamp in Sölden ein. Neureuther übernimmt alle Kosten. Das sieht er als seinen Beitrag zur Nachwuchsförderung. Die ist in der Krise. Der Skisport wird immer teurer und dadurch immer elitärer. Es ist für mich wirklich ein riesengroßes Problem, weil man dadurch einfach die Breite verliert. Und das sieht man auch extrem im Nachwuchsbereich, wie viele Kinder tatsächlich noch Skifahren. Auch die Eltern, ja, die sind nicht mehr so sehr dahinter, was auch logisch ist, weil sich die meisten einfach gar nicht mehr leisten können. Sie können es sich noch leisten, gerade so. Beata Hollaskova und ihr Sohn Oliver schleifen die Ski im Waschkeller ihrer Mietswohnung. Der 13-Jährige ist im Münchner Leistungskader des Deutschen Skiverbandes, DSV. Das eigenhändige Skipräparieren daheim hat auch Kostengründe. Oliver braucht jetzt 4 Paar Ski grundsätzlich. 4 Slalom 2 Paar, 4 Riesenslalom 2 Paar und jedes Jahr neue, weil es sind alle, jedes Jahr wachsen die Kinder und es sind neue Längen, neue Radien sind erforderlich. Als Mitglied des DSV-Schülerkaders bekommt Oliver die Ski für eine Art Mietgebühr von rund 900 Euro pro Saison. Es ist die einzige finanzielle Entlastung für die Mutter. Wäre Oliver nicht im DSV-Kader, müsste die gebürtige Slowakin die Bretter für den 5-fachen Betrag kaufen. Die selbstständige Bauingenieurin ächzt schwer unter der finanziellen Last des Skisports. Die Saison 2019-20, erstes Jahr in Kader. Das war schon auf der Grenze von 10.000 Euro. Beiträge für Training und die Auslagen für Essen und Unterkunft, Skipässe, Skilifte, Anziehsachen, Klamotten, Teamwear, Stöcke, Material für Skipräparation. Ich habe noch nicht eingerechnet die Kosten und Zeitkosten, was man als Elternteil reinbringt. Also tagsüber bringt meine Mama mich zum Skifahren oder fährt mich überall hin. Und dann sehe ich immer, wenn sie am Abend arbeitet, dass das ist schon hart. Oliver wollte seit seinem 3. Lebensjahr nur eines, Skifahren. Seine Mutter, alleinerziehend, hat es immer möglich gemacht. Auch in diesem Winter, da er zu den 200 privilegierten Nachwuchsathleten gehört, die trotz der Pandemie trainieren dürfen. Bei Beata Hollaskova sind die Aufträge Corona-bedingt stark zurückgegangen. Jetzt sind wir einfach in der Mühle drin. Und wenn ich sehe, okay, er will, er macht dafür alles und will weiterkommen, dann versuche ich das, so wie lange das geht, am Trab zu halten. Eigentlich will ich mich nicht in so eine Situation kommen, wo ich Oliver sagen muss, okay Oliver, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo das nicht mehr geht. Ich werde schon versuchen, das Geld irgendwo herantreiben. Und die Kosten für den Nachwuchs im alpinen Skisport steigen weiter. Dafür sorgt auch und vor allem der Klimawandel. Dem Sport schmilzt die Grundlage weg. Der Weg in den Schnee wird weiter und Training auf dem Gletscher ist kostspielig. Das alles hat Auswirkungen. Bis hinunter zur Basis, sagen selbst führende Köpfe des DSV. Es ist richtig, dass der Skisport sich über die Jahre hinweg immer verteuert hat. Es ist teilweise geschuldet dem Reisen. Es ist teilweise geschuldet natürlich, dass jeder, der Lifte betreibt oder diese Anlagen zur Verfügung stellt, die Gletscher wesentlich mehr für diese Liftfahrten verlangen, wie das in früherer Zeit war. Also bei uns ist es nicht so, dass die Leistungsniveaus nicht mehr besetzt werden. Die werden alle noch besetzt. Es ist halt so, du siehst halt, dass wo früher vielleicht 15 oder 20 auf einem Platz gestanden sind, halt jetzt bloß noch 5 oder 10 draufstehen. Das merken wir schon. Bei Schülerrennen sind die Teilnehmerfelder ausgedünnt. Die Auswahl für den Leistungsbereich wird dadurch auch eingeschränkt. Die alarmierenden Zahlen des DSV Nordisch und Alpin: von 700.000 Mitgliedern im Jahr 2002 sind noch 530.000 geblieben. Ein Viertel, also 166.000 weniger. Im Jugendbereich sogar -30%. Den teuren Sport können also immer weniger Eltern allein schultern. Auch die Erfolge beispielsweise des deutschen Slalomstars Linus Strasser haben ihre Wurzeln in einem nicht alltäglichen familiären Hintergrund.
Also beim Linus würde ich das nicht als Maßstab nehmen. Der hat auch einen sehr wohlhabenden Papa, der ein Haus in Österreich hatte, in Kitzbühel hatte. Und dann ist er auf der einen Seite Mitglied bei 1860 München gewesen und beim Skiclub Kitzbühel. Durch das konnte er diese duale Karriere fahren. Das heißt, er hatte die Möglichkeit, wenn er nicht hier trainieren konnte, hier in Deutschland, dann konnte er jederzeit in Österreich mitfahren. Das machen aber viele. Muss man sich aber auch erst mal leisten können. Und so verändert sich auch Schritt für Schritt die soziale Struktur des Skifahrens. Vom einstigen Sport der einfachen Leute immer mehr hin zum Sport der betuchten Mittel- und Oberschicht. Vorbei die Zeiten, da der Sohn eines Fassadenmalers Gold holte, Markus Wasmeier. Oder Olympiasiegerin Rosi Mittermeier. Ihre Eltern betrieben eine Almwirtschaft, die Goldrosi, Mutter von Felix Neureuther. Meine Mutter, die ist von der Winkelmoosalm oben, die hat Skifahren so gelernt, sie ist mit den Skiern in die Schule gefahren. Und heute sind die 10-Jährigen im Juli in Zermatto, das heißt Fee, auf knapp 4000 Meter Höhe auf dem Gletscher beim Skifahren. Und für mich hat ein 10-jähriges Kind im Juli nichts auf dem Gletscher zu suchen. Und auch wer soll sich das leisten, dass man diesen ganzen, auch diesen Aufwand auf sich nimmt. Und da muss man unbedingt einen Cut machen und deswegen wird dieser Sport leider Gottes immer elitärer. Hansi Schweiger, 26. Vor 2 Jahren musste er seine Karriere beenden. Heute macht er ein duales Studium zum Diplomtrainer und Sportwissenschaftler beim Skiverband. Schweiger ist ein Beispiel dafür, dass die DSV-Förderung für ältere Athleten von existenzieller Bedeutung ist. Wenn sie etwa weite Wettkampfreisen auf sich nehmen müssen. Jahrelang fuhr er im zweitklassigen Europacup oder Interkontinentalcup in Neuseeland, China, auf der ganzen Welt. Doch sein Traum vom Weltcup-Kader wurde nicht wahr. Als er nach Verletzungen aus der DSV-Förderung fiel, wurde die Belastung zu groß. Der finanzielle Teil war natürlich, solange man im Kader ist und auch dementsprechend seine Sponsoren, also seine Skimarken, Sponsoren und so weiter alles hat, macht man sich über den Teil eigentlich gar keine Gedanken. Am Anfang, wo ich draußen war, da war das dann natürlich schon eine finanzielle Hürde, da dabei zu bleiben. Und gerade die letzten 2 Saisonen, wo ich dann eben privat unterwegs war, haben wir um die 25.000 pro Saison gezahlt. Finanziert hat das all die Jahre seine Mutter Monika. Alleinerziehend beim Bodenpersonal der Lufthansa. Was sie in den Skisport investiert hat, eine schicke Eigentumswohnung wäre das gewesen, sagt sie heute. Ohne Reue. Schon in der Grundschule, wie man gefragt hat, was willst du mal werden oder so, wo die anderen Polizist, Feuerwehr, eher Skifahrer. Das war sein Traum und seine Leidenschaft. Irgendwie hätte man das immer zusammengebracht. Gell? Und so, dann hätte ich halt Tag und Nacht gearbeitet. Das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen. Gell? Haben wir schon vieles mitgemacht. Aber gut, er hat dann gesagt, ich gehe jetzt in die Rente und ja. Ich denke, irgendwo muss man dann auch mal ehrlich zu sich selber sein und halt überlegen, ob es so noch weitergehen kann. Heute ist Hansi Schweiger auf dem Weg zum Diplomtrainer. Über seinen Verein 1860 München und sein Studium eng angebunden an den DSV. Der Verband vergibt einzelne Stipendien für Skiinternate an einkommensschwache Hochtalentierte, fördert den Schülerbereich mit einer 6-stelligen Summe, bezahlt 3 hauptamtliche Trainer, um Talenten wie Oliver ihren Traum zu erhalten. Wenn ich Skifahre, dann fühlt man sich so frei und es macht einfach Spaß. Allerdings, es ist ein teurer Spaß mittlerweile. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid. Und wenn euch solche Dokus gefallen haben, schaut auch mal hier oder direkt hier in die Playlist. Denn wir von der Sportschau und Sport Insight, wir decken auf, wir recherchieren investigativ und schauen für euch hinter die Kulissen. Also lasst uns auch gerne hier ein Abo da.